Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist der 7. Spieltag, ihr kennt das, kurz Zusammenfassungen der 2. Bundesliga. Viel Spaß dabei, los geht's mit dem ersten Freitagsspiel Heidenheim gegen Würzburg. Danke fürs Reinschalten, los geht's. Nominell ist das Spiel 1. FC Heidenheim gegen Würzburg eher ein Duell gegen den Abstieg. Für Würzburg wird das wohl auch zutreffen. Der 1. FC Heidenheim, ja, hat noch ziemlich viel Luft nach oben, stellt von der spielerischen Lage eigentlich mehr dar als Platz 16 momentan, aber ist es dieser Relegationsplatz, auch wenn es erst 6 Spieltage sind. Man steht erstmal dort unten und muss sich von dort befreien. Aber der 1. FC Heidenheim wollte es nun besser machen. Mit 5 Punkten nach 6 Spielen ist man eben auch nicht wirklich zufrieden. Würzburg wartet noch auf den ersten Sieg. Zuletzt gegen Bochum haben sie es lange Zeit wieder gut gemacht. Am Ende nichts Zählbares mitgenommen. Und so kassieren sie in der 21. Minute auch den nächsten Rückstand. Stefan Schimmer darf heute von Beginn an ran und zahlt sich gleich aus. Wir springen in den zweiten Durchgang. Die Würzburger Kickers mit einigen wenigen Vorstößen, die dann aber teilweise gar nicht mal so schlecht ausgespielt. Sontheimer zu Kopacz. Vielleicht der beste Würzburger gegen den VfL am letzten Wochenende. Hier testet er Kevin Müller. Der macht das aber bravourös. Heidenheim aber trotzdem die deutlich bessere Mannschaft mit den besseren Ideen. Würzburg steht sehr tief. Feig kriegt es nicht geklärt. Feig und Giefer, die bringen sich da gegenseitig in Bedrängnis. Marc Schnatterer nutzt das einfach aus. Giefer prallt der Ball da an die Hand von da vor die Füße von Schnatterer. Der nutzt das aus. Es bleibt am Ende beim 2:0 für den 1. FC Heidenheim. Ein verdienter Sieg, ganz wichtig für Heidenheim. Würzburg wartet weiter auf den Dreier. Der SV Sandhausen hat eigentlich gut in die Saison gefunden. Jetzt flachte es zuletzt aber ab. Eintracht Braunschweig gewann zuletzt etwas glücklich gegen den 1. FC Nürnberg. Musste hier aber erstmal hinnehmen, dass Sandhausen die klar bessere Mannschaft war. Daniel Ketteruel hier mit dem Kopfball den Dornebusch aber parieren kann. Sandhausen nichtsdestotrotz hier auf heimischem Platz immer unangenehm zu bespielen. Und das stellte sich auch in der nächsten Szene da, diesmal sogar mit Erfolg. Kevin Behrens in der 34. Spielminute mit dem 1:0 für die Sandhäuser. Braunschweig in der Defensive nicht gut geordnet. Da haben sie auch gegen den 1. FC Nürnberg beim 3:2 Sieg einige Schwächen aufgezeigt. Sandhausen konnte die ausnutzen und defensiv standen die Gastgeber eben deutlich besser. Ketteruel mit dem nächsten guten Abschluss. Wir sind in der 67. Spielminute. Sandhausen hatte wirklich alles im Griff und ließ nahezu nichts zu. Von Braunschweig war das nach vorne aber eher eine enttäuschende Vorstellung. 20 Minuten noch zu spielen. Kevin Behrens zu Linzmeier. Der probiert es aus der zweiten Reihe. Fehlt da nicht viel. Trifft den aber nicht optimal. Der Ball springt noch einmal auf und dann geht er übers Tor rüber. Aber gegen so einen späten Treffer hat Eintracht Braunschweig sicherlich nichts. Nick Proschwitz wird aber im letzten Moment von Zirov noch gestört. Gegen Nürnberg hatte er per Elfmeter den Treffer erzielt. Diesmal scheitert er. Es blieb beim 1:0 für den SV Sandhausen ein verdientes Ergebnis. Die Sandhäuser waren einfach die besseren am Freitagabend und Braunschweig muss diese Niederlage erstmal wegstecken. Trotz der Geisterspiele ist Hannover 96 zu Hause richtig gut und auswärts richtig schlecht. Das mussten sie zuletzt beim 4:1 in Fürth erstmal wieder verknusen. Hier zu Hause hatten sie dann ihr gewohntes Spiel wieder aufgezogen. 11. Minute Hendrik Weidand mit dem Führungstreffer gegen den FC Erzgebirge Aue, der momentan im sicheren Tabellenmittelfeld steht und Holstein Kiel zuletzt mit 1:1 bespielte. Hannover 96 hier aber ohne größere Probleme und nach vorne sah es weiterhin stark aus. Dux zu Haraguchi. Starke Parade von Martin Mennel, den er im kurzen Eck auch parieren muss.
aber das auch tut, zum Eckball abwehrt. Von Erzgebirge aber weiterhin erstmal nichts zu sehen. Hannover 96 spielte weiterhin einzig und allein von links nach rechts. Weidand 2-0, der Doppelpack, gegen Fürth zur Pause reingekommen, da dann sogar noch den Treffer erzielt. Hier beweist er, dass er zu Recht von Beginn an aufgestellt wurde. Im zweiten Durchgang wachte Aue dann auf. Schon Patrick Strauß plötzlich mit dem Anschlusstreffer in der 55. Minute. Der kam ziemlich aus dem Nichts und sollte jetzt eigentlich eine breite Brust geben. Aber von Aue dann in der Folge nach vorne nichts zu sehen. Stattdessen Hannover 96. Sie verpassten aber auch das 3:1 zu erzielen. Auch in dieser Szene scheitert exemplarisch mal Marvin Duksch per Kopf. Wird auch von Krüger gestört. Der Ball geht knapp am Winkel vorbei. Es blieb beim 2:1. Hannover 96 mit den nächsten 3 Punkten zu Hause. Aber wenn sie wirklich oben mitspielen wollen, dann müssen sie halt jetzt auch mal auswärts gewinnen. Bochum ist momentan Tabellenzweiter und das nicht unverdient, obwohl sie bislang noch nicht so wirklich überzeugen konnten. Ergebnistechnisch allerdings sieht das anders aus. Hier gegen Greuther Fürth aber war es auch wieder ein hart umkämpftes Zweitligaspiel. Greuther Fürth hat Hannover 96 aus dem Stadion gefegt mit 4:1 und so starteten sie hier gut rein mit breiter Brust und Selbstvertrauen. Halbe Stunde schon gespielt, jetzt auch mal der VfL Bochum. Soma Nowotny schlägt eiskalt zu. 1:0 für die Gastgeber. Etwas schmeichelhaft zu diesem Zeitpunkt. Zweite Halbzeit, der VfL Bochum jetzt mit mehr Zug nach vorne und das zahlte sich auch aus. Stunde gespielt, Milos Pantovic steht zu frei auf links außen. Da konzentriert sich das Verteidigungsspiel auf die Mitte. Bei Greuther Fürth wird bestraft. In der Schlussphase wollte Greuther Fürth nochmal alles reinschmeißen. Das ist Hrgota mit dem 2:1 in der 83. Minute. Wollte logischerweise nochmal schnell machen. Es gab aber keine Chancen mehr. Das heißt, VfL Bochum bringt diese knappe Führung über die Zeit. War ein ausgeglichenes Spiel, den ein Akzent mehr, aber den hat der VfL Bochum gesetzt. Weder der 1. FC Nürnberg noch Fortuna Düsseldorf sind richtig zufrieden hier in diese Zweitligasaison gestartet. Düsseldorf immerhin 7 Punkte, zuletzt das zweite Mal gewonnen. Der 1. FC Nürnberg, ja, da sind es meistens nur Unentschieden, die zu Punkten führen. Einmal haben sie gewonnen, dreimal Remis gespielt. Hier gegen Fortuna Düsseldorf gehörte ihnen aber die erste Tormöglichkeit. Robin Hack wird da im letzten Moment noch entscheidend gestört. Aber der Club machte es gut. Pascal Köpke mit viel Platz und viel Raum vor sich, den er bis Kastenmeier auch sehr gut ausspielt. Dann stört Hofmann noch ein wenig von der Seite, zumindest im Augenwinkel. Und Kastenmeier wischt den Ball mit dem Fuß raus. War wirklich bitter, diese Niederlage vom 1. FCN, zuletzt bei Braunschweig in allerletzter Minute durch einen mehr als umstrittenen Strafstoß. Aber es bringt auch nichts, sich da im Nachhinein noch weiter darüber aufzuregen. Es war bitter, es war ärgerlich. Aber da muss man ans neue Spiel anknüpfen. Und sie machten es bis dato richtig gut, Düsseldorf, wie hier vielleicht mal nach Standards gefährlich, sonst eigentlich kaum in Erscheinung getreten. Nürnberg auch dann in der zweiten Halbzeit wachsamer. Tom Kraus mit dem 1:0 in der 54. Minute. Das verdiente Resultat zu diesem Zeitpunkt hoppelt da noch einmal auf, aber für Kastenmeier ist der Ball so oder so nicht zu erreichen. Aber dann in der Schlussphase machte Nürnberg die Defensive aus unerfindlichen Gründen noch einmal auf. Und in diese Offenheit konnte Düsseldorf reinstoßen. Owen Hennings mit dem 1:1 in der
88. Minute. Bitter für den ersten FCN. Wieder eine Führung, die sie nicht über die Zeit bekommen. Diesmal ist es aus eigenen Stücken fehlgeschlagen. Darmstadt und Paderborn stehen beide komplett im Mittelfeld. Platz 8 gegen Platz 9. Das ist auch der jüngst ganz guten Form geschuldet oder zu verdanken. Hier im Merckstadion am Böllenfalltor machte aber der SC Paderborn zunächst die Partie. Kai Pröger beispielsweise hier mit einer sehr guten Möglichkeit, die Marcel Schuhn aber parieren kann. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite, reingetreten auf den Elfmeterpunkt, und beim Kopfball von Sebastian Schonlau fehlen dann nur noch wenige Zentimeter zum Einschlag. Viel Glück für die Lilien in dieser Phase, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Das sah in den zweiten 45 Minuten nicht anders aus. Darmstadt sehr kontraproduktiv, was das Spiel nach vorne anging. Und der SC Paderborn, ja, der tat sich so schwer mit den Möglichkeiten rauszuspielen, aber es kam nach und nach doch nochmal die Chance auf, um in Führung zu gehen. 80. Minute schon. Hier ist aber wieder Schuhn zur Stelle. Wiederum der anschließende Eckball. Wieder von der linken Seite und wieder wird's gefährlich. Kai Pröger. Eigentlich nicht das Kopfballungeheuer, aber der ist richtig gut gesetzt. Richtung zweiten Pfosten gezogen, geht aber nur aufs Dach rauf. Darmstadt zeigte gegen Karlsruhe, dass sie spät gerne zuschlagen. Und hier ergab sich auch nochmal die Möglichkeit dafür. Und sie nutzen sie. Tobias Kempe mit dem 1:0 in der 89. Minute. Das ist dermaßen unverdient, dass es Darmstadt sowas von egal sein wird, wie das hier zustande gekommen ist. Paderborn macht 90 Minuten das Spiel und muss trotzdem mit 0 Punkten wieder nach Hause fahren. Der SSV Jahn Regensburg steht mit 9 Punkten nach 6 Spielen sehr gut da, aber auch der VfL Osnabrück, die haben sogar 10 Punkte gesammelt, sind noch ungeschlagen. Und hier schlugen sie eiskalt und früh zu. 5. Minute, Luke Ihorst mit der ersten Tormöglichkeit für die Gäste. Überhaupt in der Partie die erste Chance. Die Grote Elf momentan in wirklich bestechender Form. Das brachte logischerweise auch ein gestärktes Selbstbewusstsein in der Folge. Osnabrück, Sebastian Kerk hier im Strafraum, dreht sich da um den Gegner rum, das geht ein bisschen zu einfach gegen Oliver Hein, aber am Ende ist dann Kunster, der Meier-Vertreter, war fragwürdig, ob er reingehen würde, oder Weidinger, er hat sich hier den Vorzug geholt. Noch nicht ganz Pause, jetzt auch mal der SSV Jahn, Saller zu Charles Kerner. Da hat aber der VfL Osnabrück eben noch einen Kühn im Kasten, der diese hundertprozentige Tormöglichkeit vereiteln kann. War ein ausgeglichenes Spiel. Wir springen in die Schlussphase. Der SSV Jahn Regensburg hatte nochmal die Chance. Salah scheitert an Kühn und dann kann Ken Reichel den Ball abgrätschen. Super Parade wieder von Kühn, dass er den noch rauskratzt. Das ist richtig stark. Und dann auch toller Einsatz danach von Reichel. Der anschließende Eckstoß hatte es aber auch noch einmal in sich. Vielleicht die Möglichkeit, über eine Standardsituation hier zum Ausgleich zu kommen. Aber nein. Sebastian Kerk stellt sich rein. Ist auch mit dem Knie dran, nicht mit der Hand. So blieb es beim 1:0. Das frühe Tor von Ihorst hat das Ganze entschieden. Der VfL Osnabrück schwebt weiter auf Wolke 7. Der Karlsruher SC musste zuletzt eine ganz bittere 3:4-Pleite in letzter Minute gegen Darmstadt
hinnehmen, wollte hier gegen den FC St. Pauli diese verlorenen Punkte oder den verlorenen Punkt wiederholen und es gelang ihnen zunächst richtig, richtig gut. 12. Minute, Jerome Gondorf mit dem Führungstreffer, der läuft da durch aus dem Mittelfeld bei St. Pauli. Sieht es in der Defensive eher nicht so gut aus. Das eigentlich auch momentan bei St. Pauli das einzig Kritikwürdige. Sie kriegen noch etwas zu viele Gegentore. Aber nach vorne sieht es meistens ebenfalls sehr gut aus. Hier ist es mal Chieré nach rund 24 Spielminuten, der aber am gut haltenden Marius Gersbeck scheitert. Aber St. Pauli machte es nun besser. Wir schauen uns den anschließenden Eckstoß an. Eigentlich zu kurz gezogen. Chieré legt nochmal zu Rico Benatelli und das ist ein Strahl. Ausgleich verdientermaßen mittlerweile auch. Der passt da perfekt rein. Und Benatelli mit seinem zweiten Saisontor. Karlsruhe blieb aber dran. Keine Viertelstunde mehr zu spielen und sie haben ja noch einen namens Philipp Hoffmann. Die Lebensversicherung des KSC, sie schlägt wieder zu. Steht hier am zweiten Pfosten gut. Wird eigentlich auch von Bubala noch behindert, aber das ist für Hofmann in dieser Form nicht von Relevanz. Aber konnte St. Pauli nochmal ausgleichen. Das 2:2 ist ihr Lieblingsergebnis in dieser Saison. Markiernock scheitert an Gersbeck, Nachschuss von Rodrigo Salazar. Aber auch da ist Gersbeck wieder auf der Höhe. Das 2:2 wäre wohl das verdiente Resultat gewesen, aber Gersbeck hatte heute einen sehr guten Tag und St. Pauli in der Offensive nicht zielstrebig genug. So entführt der KSC nicht ganz unverdient das 2:1. Zum Abschluss des 7. Spieltags und vor der Länderspielpause spielte Holstein Kiel gegen den HSV ein Nordduell und es ist ein Topspiel, das kann man schon so bezeichnen, wenngleich Holstein Kiel zuletzt etwas Federn verlor. Der HSV also leicht favorisiert. Leibold, was für ein Pass. Kinzombie. Das dauert aber zu lang. Der Ex-Holsteiner hätte früher abschließen müssen, wird dann aber behindert. Es war in der ersten Halbzeit nicht wirklich das Topspiel, das man sich erhofft hatte. Es wollte keine Mannschaft erstmal den Fehler machen. Kiel jetzt mal mit einer Freistoßsituation. Injowski zu Mühling. Nicht so schlecht. Die wohl beste Chance im ersten Durchgang. Aber für Sven Ulreich dann auch nicht wirklich ein größeres Problem. Beide Teams spielten zuletzt unentschieden. Kiel mit 1:1 in Unterzahl in Aue. Durchaus respektabel. Der HSV spielte im Stadtderby gegen St. Pauli 2:2. Hier also nach 45 Minuten ein 0:0. Das ging in Ordnung, weil beide Mannschaften nicht viel nach vorne zustande brachten. Aber das wurde jetzt besser im zweiten Abschnitt, vor allem beim HSV. Hand zu Khaled Naray. Sie näherten sich jetzt an. Die Elf von Daniel Thun hatte für den zweiten Durchgang den besseren Plan mit auf den Weg bekommen. Und hier fehlte dann nicht mehr ganz so viel. Holstein Kiel, ja, vielleicht mal mit einer Standardsituation für Gefahr sorgt. Finn Bartels und Porat, ja, Porat, der hat eine HSV-Vergangenheit. Aber hier ist er mit dem Kopfball an Ambrosius gescheitert. Ambrosius, der eine überragende Saison spielt, hätte man so auch vorher nicht unbedingt erwarten müssen. Das letzte Zeichen kam aber vom HSV. Kinzombi zu Jeremy Duziak, der hier den Siegtreffer für den HSV auf dem Fuß hat, aber an Ioannis Gelios scheitert. Somit blieb es beim 0:0. Das war auch so in Ordnung. Der HSV vielleicht die etwas bessere Mannschaft, aber Holstein Kiel hat auch gut dagegen gehalten, ließ nicht so viel zu und kann sich mit diesem Punkt durchaus zufrieden schätzen. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein
und adios.